Ja, willkommen, liebe Journalisten und Journalistinnen beim Pressbriefing des Science Media Center. Mein Name ist Iris Poff und wir sprechen heute über den Tiefseebergbau. Ist er eine wichtige Rohstoffquelle für die Energiewende oder ein unberechenbares Risiko für die Ökosysteme? Die Welt schaut gerade in dieser Woche auf die Hohe See, nachdem am vergangenen Samstag die UN in New York ein Hochseeschutzabkommen beschlossen haben. Ein Aspekt der Hohen See, der in diesem Abkommen jedoch nicht geregelt wird, ist der Tiefseebergbau. Dabei geht es um den Abbau von Metallen, vor allem in Form von Manganknollen, die am Meeresboden der Tiefsee lagern. Und laut Firmen, die daran interessiert sind, diese abzubauen, sind diese Metalle essentiell für unseren wachsenden Bedarf an Batterien, zum Beispiel für die E-Mobilität. Zuständig für den Tiefseebergbau ist die Internationale Meeresbodenbehörde, auch International Seabed Authority oder ESA genannt. Und diese tagt bis Ende März in Jamaika und ab nächster Woche trifft sich dort der Rat der ESA, in dem 36 Staaten vertreten sind. Bislang gibt es im Tiefseebergbau nur Verträge für Erkundungen für einige Staaten. Es gibt noch keinen kommerziellen Abbau. Das könnte sich allerdings in den nächsten Jahren ändern. Denn verschiedene Firmen stehen inzwischen in den Startlöchern und möchten gerne anfangen. Darunter ist die Metals Company, eine kanadische Firma, die 2021 gemeinsam mit dem Inselstaat Nauru die ESA informierte, dass sie beginnen wollen mit dem Tiefseebergbau. Und damit lösten sie eine Zwei-Jahres-Regel aus. Das heißt, bis Juli 2023 muss die ESA Regeln fertigstellen für den Tiefseebergbau. Ansonsten müssen Anträge von Firmen auch ohne gültige Regeln geprüft werden. Was genau das jetzt bedeutet, diese Zwei-Jahres-Klausel, und ob die so rechtsmäßig ist, das ist auch unter JuristInnen umstritten. Klar ist aber, diese Deadline bis Juli gibt gerade zusätzlichen Druck auf die ESA und auch zusätzliches öffentliches Interesse auf das Thema Tiefseebergbau. Und deswegen diskutieren wir heute mit den drei ExpertInnen, die Sie hier im Panel sehen, was wir über die Folgen von Tiefseebergbau wissen und auch, ob wir die Tiefseerohstoffe brauchen für die Energie und die Verkehrswende oder ob es da Alternativen gibt. Ein Hinweis vorneweg an die JournalistInnen. Ihre Fragen, die Sie hoffentlich alle mitgebracht haben, können Sie uns stellen, und zwar in den F&A-Bereich, nicht in den Chat, bitte. Und eine Videoaufzeichnung dieser Veranstaltung finden Sie noch heute Nachmittag in ein paar Stunden auf unserer Webseite. Das Transkript folgt morgen. Wenn Sie das schneller brauchen, dann können Sie uns eine E-Mail schreiben an die Redaktion und dann kriegen Sie ein maschinell erstelltes Transkript von uns. Damit möchte ich einmal unsere drei Expertinnen hier vorstellen. Die erste ist Sabine Gollner. Sie ist Meeresbiologin am Royal Netherlands Institute for Sea Research auf Texel und sie ist Beraterin der niederländischen Delegation der ESA. Dann haben wir Matthias Heckel. Er ist Biogeochemiker am Helmholtz-Institut, am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, dem GEOMAR. Und er koordiniert außerdem das europäische Forschungsprojekt Mining Impact zu den Folgen des Tiefseebergbaus. Und der dritte ist Andreas Mannhardt. Er ist Wissenschaftler im Bereich Produkte und Stoffströme am Öko-Institut in Freiburg. Und er bringt uns den Blick auf die Tiefseerohstoffe und wie relevant die sind für die Energiewende mit. Ich freue mich sehr, dass Sie alle drei hier sind heute mit uns. Meine erste Frage geht an Sie, Herr Heckel. Sie haben mir erzählt, dass Sie regelmäßig auf Schiffen dabei sind, die diese Versuche zum Tiefseebergbau unternehmen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie laufen solche Versuche ab, vor allem mit Manganknollen? Ja, also erstmal vorweg, wir haben nicht diese Geräte getestet, sondern wir sind ein unabhängiges Forschungsprojekt im europäischen Zusammenhang, das sich allein um die Umweltauswirkungen kümmert. Es gibt mehrere Technologien, die schon in den 70ern und 80ern entwickelt wurden. Das können so Walzensysteme sein, die über den Meeresboden laufen und die Knollen einsammeln und dann auf den Förderband bringen. Eine zweite Technologie ist, mit großen Pumpen Wasser anzusaugen und dann mit Hochdruck über die Manganknollen streichen zu lassen. Das erzeugt dann so einen Unterdruck und saugt die an wie so ein Staubsauger, zusammen dann aber mit dem gesamten Meeresboden, in dem auch Organismen leben. Und diese letzte Technologie ist die jetzt auch von Kontraktoren der ESA entwickelt worden ist. Das ist einmal ein belgisches Unternehmen, GSR, das es 2021 in Prototypen getestet hat in den Lizenzgebieten in der CCZ, in dieser Clear and Clipper Zone zwischen Mexiko und Hawaii.
im Pazifik. Und The Metals Company hat es vor Weihnachten im November ebenfalls in seinem Lizenzgebiet getestet. Also die Quintessenz ist, dass bei den Belegungsdichten, die wir auch haben an Knollen in der Clearing-Clipperton-Zone in diesen Lizenzgebieten, die dann ökonomisch interessant sind, weil sie genug von diesen Knollen beinhalten, die wirklich dicht an dicht liegen, dass die komplett mit der belebten Zone des Meeresbodens abgesaugt werden. Das heißt, alle Organismen, Bakterien und höhere Organismen, die in und auf dem Sediment leben und auf den Knollen werden komplett eingesaugt. Dann fliegen diese Knollen gegen so ein Metallgitter. Das Sediment geht zum Großteil da durch. Die Knollen würden dann mit so einem Vorderbandsystem nach oben transportiert zu einer Plattform, die an der Meeresbodenoberfläche ist. Der Abbau findet ja so in 4 bis 5 Kilometern Tiefe statt. Und die Sedimentwolke geht dann hinten aus dem Kollektorsystem raus, wird dann mit der Bodenströmung verdriftet und lagert sich auf dem Meeresboden wieder ab. Das heißt, sowohl in dem abgebauten als auch außerhalb des abgebauten Gebietes. Von diesen Tests, die wir begleitet haben, sehen wir, dass diese Ablagerung so in bis zu 1-2 Kilometer Entfernung gut auf Fotos beobachtet werden kann. Und wir sind jetzt noch dabei, das weiter auszuwerten, um festzustellen, welche Ablagerungsdicke tatsächlichen Auswirkungen auf welche Fauna haben. Sodass man aber zusammenfassen kann, dass die geschädigte Fläche durch Tiefseebergbau größer sein wird als die reine Abbaufläche. Das muss man dabei im Kopf behalten. Und aus ökonomischen Gründen sagen die Kontraktoren selber, das entspricht, glaube ich, auch den Werten, die Herr Mannert in seiner Studie hatte, müssen so 2 bis 3 Millionen Tonnen von Knollen pro Jahr und Abbauoperationen geerntet werden. Und das entspricht bei den Belegungsdichten in der Clearing-Clipperton-Zone so ungefähr 200 bis 300 Quadratkilometer Fläche, die dann komplett abgetragen werden. Hinzu kommt dann eben der Bereich, der geschädigt ist durch die Ablagerung der Sedimentwolke. So dass wir, je nachdem, wie man das dann raumplanerisch am Ende macht, große zusammenhängende Flächen, dann wäre die zusätzlich gestörte Fläche kleiner, so 20-50%. Wenn das so kleine Areale sind, die dann auch noch voneinander räumlich getrennt sind, dann sind wir auch ganz schnell bei einem Faktor 2 bis 5 größer der Fläche, die geschädigt wird. Genau, das ist so die Technik, die vermutlich zum Einsatz kommen wird, die eben auch getestet worden ist jetzt von den Kontraktoren. Und was passiert, nachdem die Mangalenknollen dann an die Oberfläche gebracht wurden? Ja, da wird man sie auch weiter säubern, also das restliche Sediment, was dran haftet, abtrennen, weil das zusätzliches Gewicht wäre, was man nicht mit an Land transportieren wird. Und dann wird das zusammen mit dem Wasser wieder eingeleitet. Das heißt, dadurch entsteht auch nochmal eine zweite Sedimentwolke. Und da gehen die Diskussionen eben dahin. Ich dachte, wir hätten das vor 20 Jahren schon beantwortet bei Projekten, die wir damals schon hatten zu den Umweltfolgen, dass man das wieder unten am Meeresboden einleiten sollte. Das ist aber natürlich auch eine Kostenfrage, das da wieder runterzubringen. Das ist technisch gar nicht so simpel, weil das Wasser aufgewärmt ist und unten eine höhere Dichte hat. Das heißt, da muss man auch technologisch noch ein bisschen Entwicklung reinstecken, dass man das wirklich runterbringen kann wieder zum Meeresboden. Und The Metals Company hat vor Weihnachten das eben bei 1200 Metern eingeleitet, also im mesopelagischen System. Und da gibt es dann eben weitere Umweltfolgen, weil da Organismen eben auch leben, die zum Beispiel diese tägliche Migration zur Wasseroberfläche machen, Larven, Fische, die dann eben auch beeinträchtigt werden können. Das ist schon eine sehr gute Überleitung zu Frau Gollner. Sie würde ich gerne fragen nach den ökologischen Folgen des Tiefseebergbaus. Also was lebt da unten und was wissen wir darüber, welche Folgen der Tiefseebergbau für diese Ökosysteme haben könnte? Ja, gerne. Also wie der Matthias Eckel schon erwähnt hat, es werden die Knollen abgebaut. Das ist ein Impact und der zweite Impact ist von dieser Sedimentwolke. Und hierbei ist wichtig zu wissen, dass wir in der Tiefsee, vor allem auf diesen Tiefseeebenen mit den Manganknollen, ein Ökosystem vortreffen, das sehr artenreich ist. Und ab und zu hört man auch in den Medien, dass in der Tiefsee sehr wenig Leben ist, sehr wenig Arten leben. Das ist aber mittlerweile veraltet, das hat man vor 100, 200 Jahren geglaubt.
Heutzutage wissen wir, dass wir Tausende und Abertausende von verschiedenen Arten in diesen Tiefseeebenen finden. Und das reicht wirklich von kleinen Organismen bis zu den größeren. Wenn wir jetzt auf die Tiefseeebenen schauen und hier auf die Manganknollenfelder, dann ist hier wichtig zu wissen, dass die Manganknolle selber, ich habe vielleicht hier noch ein Exemplar mit, so schauen die aus. Diese Manganknollen bieten selbst wieder ein Habitat für Tiere, die darauf sich festsetzen können und wachsen können. Zum Beispiel Anemonen, also Blumentiere, aber auch Korallen und Schwämme. Und es leben auch noch kleinere Tiere assoziiert mit diesen Knollen. Und zum Beispiel Korallen oder auch Schwämme, Anemonen, die haben dieses Substrat nötig, um zu leben, weil sie ein Habsubstrat nötig haben. Wenn jetzt quasi so eine Knolle weggenommen wird von der Tiefsee, bedeutet das auch, dass das Leben, das die Knolle nötig hat, auch nicht mehr zurückkommen kann an der Stelle, wo die Knolle weggenommen worden ist. Also hier geht es quasi um den Verlust von Tieren, möglich von Tieren nach Tiefseebergbau, die auf den Knollen leben und auch die Funktionen, die sie haben. Und wie der Herr Heckel schon gesagt hat, auch das Sediment wird ja, teilweise mit, wird mit abgebaut. Und auch hier leben durch unzählig verschiedene Arten drinnen, die durch betroffen werden können. Und hier reden wir ja, von einer extrem hohen Artenanzahl. Und die allermeisten Arten kennen wir noch nicht. Also ich bin immer sehr froh, wenn ich etwas sehe, was ich kenne, weil die meiste Zeit ist das nicht der Fall. Und nicht, weil ich nichts weiß, sondern weil einfach das noch nicht bekannt ist. Und ja, also wir schätzen ungefähr, dass, also hier gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, aber ungefähr 90% der Arten sind wahrscheinlich noch nicht bekannt in dem Gebiet. Und wie schnell würde so ein Gebiet wieder besiedelt werden können, wenn einmal die Manganknollen weg sind? Wie schnell kommen die Organismen zurück? Weiß man das? Also wenn es geht um Organismen auf den Manganknollen, dann kommen die in dem Gebiet selber, wo sie weggeholt worden sind, für Millionen Jahre nicht mehr zurück, weil sie die Manganknolle nötig haben. Das ist ja recht einfach zu erklären. Wie es ausschaut mit der Erholung vom Ökosystem, auch der Biodiversität in den Sediment, ist die Antwort ein bisschen schwieriger zu geben. Natürlich haben wir danach auch noch Leben. Es ist nicht tot, das nicht. Aber wir finden unterschiedliche Gemeinschaften. Wir finden auch eine verminderte Diversität. Und die Effekte dauern auch sehr lange. Also es gibt auch hier Experimente wieder von den 80er Jahren zum Beispiel. Und Studien haben gezeigt, dass nach 30, 40 Jahren noch immer die Diversität niedriger ist als vor der Extraktion von den Manganknollen oder von den, in dem Fall waren es Dredge-Experimente, sind die nicht hochgeholt worden, sondern sind die weggeholt worden durch eine Dredge bei diesen Experimenten. Genau. Und um nochmal so eine Vorstellung von diesen Größenordnungen zu bekommen, Matthias Heckel hat gerade schon eine Zahl genannt, wie groß dieses Gebiet ist. Wenn man das sich jetzt an Land vorstellt, über welche Größenordnung von Gebieten sprechen wir hier, in denen dann die Ökosysteme erstmal zerstört wurden, so wie sie existieren? Also wenn wir sprechen von dieser Clarence-Clipperton-Zone, die ist im stillen Ozean zwischen Mexiko und Hawaii, die hat ungefähr eine Größe von der Europäischen Union. Wenn wir sprechen über die Lizenzgebiete, da geht es ungefähr um die Größenordnung von den Ländern, ich glaube Spanien und Frankreich gemeinsam, so in dieser Größenordnung. Können Sie noch mal kurz erklären, was mit Lizenzgebieten gemeint ist? Also wir befinden uns hier ja in dem Gebiet. Also es ist das Gebiet, das außerhalb der 200 nautischen Meilen Zone liegt und das von jedem und von niemandem ist. Und dieses Gebiet wird eben gemanagt von der Internationalen Meeresbodenbehörde, der ISA. Und die vergibt eben Lizenzen, um in dem Fall die Manganknollen, die Gebiete zu untersuchen und zu schauen, wie viele Manganknollen liegen da, aber auch welche Biodiversität finden wir da zum Beispiel. Und da werden eben diese Lizenzen vergeben. Und ein so ein Lizenzgebiet hat 75.000 Quadratkilometer. Und derzeit haben wir, ja, ich glaube 22, nagelt es mich jetzt nicht fest, aber über 20 Gebiete in dieser kleinen Clipperton-Zone. Dankeschön. Nochmal ein Hinweis an die JournalistInnen. Es sind jetzt noch keine Fragen reingekommen. Seien Sie nicht schüchtern, stellen Sie gerne Ihre Fragen. Sonst stelle ich meine, auch kein Problem. Aber es ist ja eine Veranstaltung für Sie. Also stellen Sie gerne Ihre Fragen in das F&A. Dann Herr Mannhardt als Dritter im Bunde.
Sie haben kürzlich am Öko-Institut im Auftrag von Greenpeace eine Studie veröffentlicht, die ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen hat, auch in den deutschen Medien. Da ging es um die Rohstoffe, die in der Tiefsee gewonnen werden können. Um welche Rohstoffe geht es da und brauchen wir diese Rohstoffe für die Energie- und die Verkehrswende? Das sind ja eigentlich zwei Fragen in einer. Also die erste Frage ist ja, welche Rohstoffe haben wir da in den Manganknollen der Tiefsee? Und die zweite Frage ist, brauchen wir für die Energiewende? Und zur ersten Frage, wenn man so diese Rohstoffe, die Knollen nach oben holt und geochemisch bestimmt, sind darin natürlich eine ganze Vielzahl von chemischen Elementen. Wie bei jeder Lagerstätte, wie bei jedem Stein. Und das hat sehr oft den Eindruck, hochgerechnet über die große Fläche und die Mengen an Manganknollen erzeugt, damit seien die Rohstoffsorgen der Welt gelöst. Da sind seltene Erden drin und Lithium und Mangan und alles Mögliche. Aber, und das ist das große Aber, nach dem Fördern der Knollen müssen die Hütten technisch bearbeitet werden. Das heißt, es muss sich konzentriert werden auf eine sehr kleine Anzahl an Rohstoffen, die dann wirklich technisch gewonnen werden können. Das ist bei jedem Erz so. Bei jeder Lagerstätte kann man immer nur eine relativ kleine Bandbreite zurückgewinnen. Und in diesem Fall ist es Kupfer, Kobalt, Mangan und Nickel, vielleicht noch Molybdän, also 4 oder 5. Die anderen gehen verloren. Die sind so dünn konzentriert wie in Pflastersteinen auch. Da käme niemand auf die Idee, da Lithium zurückzugewinnen. Die sind drin, die werden mitgefördert, aber die enden eigentlich in der Schlacke in Konzentrationen, wo sich eine Rückgewinnung überhaupt nicht rechnet. Also letztendlich das Lithium der Manganknollen, würden wir sie fördern, würde irgendwo im Unterbau des Straßenbaus enden. Ja, Lithium wäre auf der Oberfläche, aber nicht in einer Form, wo wir die für Batterien nutzen könnten. Und jetzt die zweite Frage. Brauchen wir diese Rohstoffe eigentlich für die Energiewende? Da muss man sagen, klar, für die Energiewende brauchen wir neue Technologien und der Rohstoffbedarf wird sich verschieben. Also weg von Öl und Gas hin zu anderen Rohstoffen. Das ist tatsächlich eine Tatsache. Aber viele von diesen Rohstoffen, die besonders kritisch gelten, wie Lithium und Graphit, können dann nicht gefördert werden. Also wir haben Mangan, Kupfer, Kobalt und Nickel. Und hier ist vor allem weltmarktrelevante Mengen, wenn man denn die Pläne sich ansieht und auch die Szenarien, die von unabhängiger Seite gemacht worden sind, können diese Projekte eigentlich nur bei zwei Rohstoffen spürbar den Weltmarkt entlasten, wenn man das positiv formuliert. Und das wäre bei Kobalt und Mangan. Bei den anderen sind die Mengen tatsächlich nicht so weltmarktrelevant. Also nur bei zwei Rohstoffen würden wir post 2030, wenn alles gut läuft, aus Sinne der Abbaubefürworter wirklich weltmarktrelevante Effekte erzielen. Und einer der beiden Rohstoffe, Mangan, ja, der wird in Lithium-Ionen-Batterien verbaut, aber mit absolut größtem Anteil wird Mangan in der Stahlproduktion eingesetzt. Also nur 0,2% der heutigen Manganförderung gehen in Lithium-Ionen-Batterien. Selbst wenn wir 100-mal so viele Batterien bauen würden in Zukunft, würde das der Weltmanganmarkt gar nicht merken. Dann verbleibt eigentlich Kobalt als der eine Rohstoff, wo die Tiefseeförderung wirklich große Mengen fördern könnte und der heute schon zu großen Anteilen in Lithium-Ionen-Batterie verbaut wird. Und da sehen wir in den letzten Jahren einen ganz klaren Trend bei Batterien weg von Kobalt. Erstens, bei den vielen Batterien ist die Kobaltkonzentration aufgrund technischer Fortschritte gesunken pro Batterie. Und seit einigen Jahren sehen wir einen Trend hin zu Batterien, die komplett kobaltfrei sind. Die haben vielleicht andere Eigenschaften, die Batterien, die haben nicht mehr so eine ganz eine hohe Energiedichte, aber da ist die Batterieforschung ziemlich aktiv. Wir sind in einer Situation, wo wir sozusagen die Behauptung in Frage stellen müssen, dass wir, um die Energiewende voranzutreiben, den Tiefseebergbau brauchen. Das ist nicht der Fall. Die Rohstoffe, die wir an Land haben, können die Rohstoffe, die wir für die Batterien der Elektroautos brauchen, zur Verfügung stellen. Diese Aussage widerspricht jetzt ja sehr stark dem, was die Firmen, zum Beispiel die Metals Company selbst, ihren eigenen Aussagen, nachdem alle Rohstoffe, die wir für Batterien brauchen, in diesen Manganknollen enthalten sind. Wie ergibt sich dieser Unterschied? Und Sie nutzen in Ihrer Studie, soweit ich das gesehen habe, Daten der World Bank für die Vorhersage der Nachfrage. Gibt es da andere Daten, die man benutzen könnte und dann zu anderen Ergebnissen kommen? Also zuerst mal die Aussage, dass diesen Tiefseeknollen Rohstoffe drin sind, die wir in den Batterien brauchen. Das sind 4 Rohstoffe, können gefördert werden, die tatsächlich in Lithium-Ionen-Batterien gebraucht werden, aber nicht alle. Die kritischen Rohstoffe für Lithium-Ionen-Batterien, also wo tatsächlich alle sagen, ohne diese Rohstoffe bauen wir keine Lithium-Ionen-Batterien, das ist Lithium und Graphit, die können wir nicht aus den Knollen gewinnen. Also es geht um 4 Rohstoffe,
die in der Batterietechnologie substituierbar sind. Zum Teil gegeneinander, aber zum Teil auch durch andere Rohstoffe. Wir haben Nickel- und Kobalt-freie Lithium-Ionen-Batterien schon heute, auch im Massenmarkt. Und dieser Anteil ist eher steigend. Das ist so viel zu diesem Thema, brauchen wir diese Rohstoffe aus der Tiefsee? Den zweiten Teil Ihrer Frage bitte nochmal. Ob es andere, also Sie beziehen sich auf Daten von der World Bank, soweit ich das gesehen habe, könnte man jetzt andere auch valide Datenquellen nutzen und dann zu anderen Vorhersagen kommen oder ist das allgemeiner Konsens? Da gibt es eine große Bandbreite an Prognosen. Also die Rohstoffnachfrage für 2030, 2050 zu prognostizieren, da gibt es unterschiedliche Studien, die letztendlich auseinanderlaufen. Niemand kann genau in die Zukunft blicken, welche Technologien, vor allem welche Technologien und in welcher Menge wir in 10, 20, 30 Jahren brauchen werden als Erde. Keiner kann genau die wirtschaftliche Entwicklung vorhersagen. Das ist in gewissermaßen ein Blick in die Kristallkugel. Mhm. Was wir sagen können ist, wir brauchen als Menschheit weiterhin Rohstoffe, die müssen irgendwo gefördert werden, aber dass der Manganknollenbergbau letztendlich nur bei ganz wenigen Rohstoffen wirklich eine Entlastung schaffen kann. Und das auch nur bei großskaligem Abbau und auch nur zeitverzögert. Die optimistischen Szenarien sagen ja, nennenswerte Förderung jenseits von 2030. Ich denke aber, da ist für Heckel vielleicht sicherlich auch nochmal der bessere Ansprechpartner, dass das auch sehr optimistische Szenarien sind. Also diese Mengen würden zu einem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt, wo die Batterieforschung wahrscheinlich schon wo ganz woanders steht als wir heute. Spannend. Dazu eine anschließende Frage von einer Journalistin, die würde ich gerne an Herrn Heckel stellen. Wie realistisch ist ein wirtschaftlicher Abbau im großen Ziel in der nahen Zukunft? Die Kosten sind sehr hoch, die Metalle sind auch an Land verfügbar und gegebenenfalls müssen Ertragsanteile nach einem Schlüssel an andere Staaten abgegeben werden, sofern die ISA dies vorstellt. Also nochmal die Frage, wie realistisch ist ein wirtschaftlicher Abbau im großen Stil in naher Zukunft? Also erstmal ist da die Frage, ab wann ist das sozusagen technisch machbar? Die Technologien, die jetzt getestet worden sind, die haben gezeigt, dass das gehen wird. Aber jetzt müssen halt noch die Abbaumaschinen halt in der Größe gebaut werden, wie sie dann auch industriell Sinn machen. Und das wird so ein Upscaling von Faktor 3 bis 4 sein, die diese Kollektormaschinen größer sind. GSR, der belgische Kontraktor, die belgische Firma, plant bis 2028, 2030 so weit technologisch zu sein, dass sie starten könnten. Die wollen 2025, 2026 diese nächste große Maschine testen. Und ich denke, das ist so ein realistischer Zeitraum. Also Ende diesen Jahrzehnts könnte das theoretisch dann schon losgehen. Da wird man dann noch ein paar Jahre Kinderkrankheiten ausmerzen müssen, sodass man dann tatsächlich am Ende 24/7, 350 Tage die im Jahr oder so in der Größenordnung tatsächlich Abbau dann durchführen kann. Aber dazu muss dann noch eine Abbauflotte, also eine Flotte von Schiffen gebaut werden, die die Erze dann auch an Land transportieren zur Verhüttung. Und soweit ich informiert bin, ist diese Verhüttungskette dahinter ist eigentlich das größere Problem. Da kenne ich eigentlich bisher nur Laborskala-Versuche, das abzubauen und zu extrahieren. Und eine großtechnische Anlage, weiß ich nicht, kann Herr Mannhardt vielleicht was zu sagen, ob die überhaupt schon mal getestet worden ist, so im Technikumsmaßstab. Ich glaube, das ist der Schritt, der nämlich auch noch fehlt. Herr Mannhardt, wollen Sie dazu noch was sagen oder sollen wir weitergehen? Ja, also ich glaube, da die Hüttentechnik ist ja in vielen verschiedenen Ärzten auch bekannt. Also da würde ich auch sagen, ja, es ist möglich. Die Frage ist, ab wann sind diese Investitionen bereit, in solche Anlagen zu investieren und die Genehmigungen vor Ort. Aber auch da würde ich sagen, ähnlich wie beim Abbau, da gibt es vielleicht Kinderkrankheiten, aber das ist keine technische Unmöglichkeit. Ob das dann 2030 oder 2035 der Fall sein wird, liegt an Faktoren wie Genehmigungsverfahren und wie gesagt Investitionen. Aber das Hüttentechnische, ich denke, ist nicht das große Problem. Es ist tatsächlich möglich, aus den Knollen die 4 Rohstoffe zurückzugewinnen. Bei Molybdän scheiden sich noch die Geister. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist trotzdem die Frage, inwieweit es dann in der Zukunft wirtschaftlich sich lohnen wird, weil sich die Nachfrage nach diesen Rohstoffen vielleicht gar nicht so stark entwickeln wird, wenn wir alternative Batterien haben. Das ist durchaus möglich. Wir haben bei den Rohstoffpreisen ja auch so eine Art Schweinezyklus, also die Rohstoffpreise sind alle so 10 bis 15 Jahre erleben die einen Hoch. Wir hatten gerade einen Hoch.
Es sind immer wieder Stimmen laut, die sagen, ja, diesmal ist es anders. Das ist zum Teil auch richtig. Wenn sich die Nachfrage im Muster drastisch verändern, dann gilt auch der Schweinezyklus nicht mehr. Dann gibt es dauerhaft hochpreisige Phasen. Trotzdem haben wir sowas vor 20 Jahren auch schon mal gehabt, wo die seltenen Erden so einen Peak hatten. Rohstoffpreise sind kein verlässlicher Indikator für, rechnet sich das in der Zukunft oder nicht. Man muss hier mit Variabilitäten rechnen. Und das Problem ist ja immer, sobald dann irgendwas ausgebaut ist, eine Förderung, kann sein, dass der Preis wieder tiefer sind und die Rentabilität stellt sich wieder anders dar. Also hier technisch, ja, ist es wohl möglich. Ob das Ganze rentabel wird, hängt aus meiner Sicht mit den Rohstoffpreisen zusammen, mit den politischen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden und dann wahrscheinlich mit den Kinderkrankheiten, die Heckel anspricht. Kinderkrankheiten sind teuer bei solchen Anlagen und können durchaus das ein oder andere Projekt gefährden. Dankeschön. Wir sind ja insgesamt jetzt schon so in dieser dritten Phase, sage ich immer, wo das Interesse da ist an diesen Tiefseerohstoffen. Wir hatten das in den 70er Jahren, 80ern und dann in den 90ern nochmal. Und auch damals haben sowohl Politiker, Wirtschaftspolitiker als auch Firmen gesagt, dass wir morgen die Tiefseerohstoffe brauchen und sich das rechnen wird. Und bisher hat sich das halt nie bewahrheitet, weil das einfach extrem schwer vorherzusagen ist. Aber auf diese Preisentwicklung spekulieren jetzt halt die Firmen, dass bis 2030, 35, 40 diese Preise für die interessanten Metalle sich ungefähr verdreifachen, damit die den Abbau von alleine tragen. Dankeschön. Ich würde gerne nochmal auf die ISA zurückkommen und diesen Prozess, der da gerade läuft, diese Regeln zu schaffen. Frau Gollner, eine Frage von einer Journalistin oder einem Journalisten. Die ISA arbeitet schon seit 20 Jahren an Vorschriften für einen nachhaltigen Tiefseewerkbau. Die Hoffnungen sind groß auf umweltverträgliche Regeln. Warum aber sind sie immer noch nicht fertig? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich sage, die ISA arbeitet schon sehr lange daran. Das Problem dabei ist, dass wenn man dieses Gesetz wieder gerade entworfen, diese Exploitation Regulations, der Mining Code, und um die in einer Art und Weise zustande zu bringen, dass die auch effektiv sind, im Sinne von, dass die Umwelt auch effektiv geschützt werden kann, braucht man auch ökologische Daten. Wir sagen da, eine Baseline ist dazu nötig. Das heißt, wir müssen eigentlich zuerst verstehen, zum Beispiel, was sind die Funktionen in der Tiefsee, welche Arten leben wo, um das zum Beispiel auch wieder transferieren zu können in die Gesetzgebung. Hier geht es zum Beispiel um Managementpläne, die erstellt werden müssen. Zum Beispiel ein Unterteil von diesen Regularien ist, dass die Region gemanagt werden muss, damit man die Umwelt erhalten kann, damit die Umwelt geschützt werden kann. Und es sind auch schon Gebiete eingerichtet worden, die das dann zum Teil erfüllen sollen. Aber zum Beispiel, das sind diese in dem Gebiet im Stillen Ozean die Areas of Particular Environmental Interest, also Schutzgebiete in dem Moment. Und die sollten eigentlich die Aufgabe haben, dass sie zum Beispiel Biodiversitätsverlust buffern können, weil man dort dann Arten behält, die dann zum Beispiel woanders vielleicht absterben können und aussterben können. Und das sind, glaube ich, weltweit sind das 2 oder 3 Expeditionen in diesen Gebieten gewesen. Und die zeigen zum Beispiel, dass wir andere Arten in diesen Schutzgebieten finden, wie in den potenziellen Abbaugebieten. Also es geht, das ist nur ein Beispiel, um zu nennen, warum es so schwierig ist, diesen Mining Code fertig zu bekommen, weil auch zum Teil das Grundlagenwissen fehlt. Ein anderes Grundlagenwissen, das auch derzeit fehlt, ist, um etwas regulieren zu können, braucht man immer einen gewissen Wert, einen Threshold, also einen Grenzwert, der zum Beispiel vorgibt, eine Firma darf so und so viel Sediment in das Wasser ablassen, damit nicht alles Leben abstirbt, um es mal brutal zu sagen. Zum Beispiel, und wie viel Sediment die Tiere ertragen können, dass das eben nicht passiert, das wissen wir auch noch nicht. Aber solche Daten sind notwendig, damit ein holländischen Namen im Kopf, eine Wettrevue, damit eben so eine Regularie dann auch wirklich auch Effekt hat. Und ja, genau. Herr Heckel, wollen Sie auch noch was dazu sagen? Was fehlt uns eigentlich noch an Wissen, um solche Regeln zu erschaffen? Ja, genau. Neben diesen Grenzwerten fehlt uns eben auch so ein gesamtes Ökosystemverständnis.
weil wir eben gar nicht alle Arten kennen. Wir haben bisher keine Key Species, nennt man das, also Arten identifiziert. Im Flachwassermeeren haben wir immer so ein paar Arten, die das Ökosystem, das Funktionieren des Ökosystems definieren. Und dann kann man danach sagen, okay, wenn die sterben, dann passiert dies und jenes. In der Tiefsee haben wir noch keine solche Art gefunden. So dass da wahrscheinlich, da sind wir am Überlegen, ob wir ein anderes Konzept brauchen, was dann auf der Biodiversität an sich beruht. Die einzige Key Species, die man vielleicht nennen kann, wären diese gestielten Schwämme, die Frau Gollner schon beschrieben hat, die eben wieder ein Habitat für auch mobile Arten darstellen. Wenn die weg sind, dann ist deren Habitat eben auch weg. Und die sind weg dadurch, dass die Knollen abgeerntet werden, weil das sind die ein Teil dieser Organismen, die Knollen brauchen zum Leben. Und das, was wir dann auch nicht wissen, sind so größerskalige Effekte, die über die Konnektivität, nennen wir das, also die Verbindung der Arten, stattfinden. Wir wissen, dass über die CCZ, die Clay-and-Clipper-Zone, aber auch zum Teil über den gesamten Pazifik Arten miteinander verwandt sind. Das heißt, das ist die gleiche Art. Wir wissen, dass der Austausch, dieser Genaustausch über Larventransport meistens passiert. Die Larven können aber zum Beispiel auch werden durch diese Sedimentwolke beeinträchtigt werden. Die Frage ist, die wir nicht beantworten können, ist, über welche Zeitskalen, also über welche, wie viele Generationen dieser Genaustausch stattfindet und über welche räumliche Zwischenschritte. Ich habe das im Kinderfernsehen immer mal damit verglichen. Man nimmt die Elefanten in der Serengeti, müssen 10 Wasserlöcher ablaufen auf ihrer Tour. Und jetzt nehmen wir mal die 3 in der Mitte raus. Kriegen die ihre Wanderung noch hin? Überlebt diese Population? Und das ist diese Frage, die sich da ausstellt. Wenn wir jetzt große Flächen in der Clay-and-Clipper-Zone zerstören, funktioniert diese Konnektivität zwischen einzelnen Populationen noch? Davon ab, dass wir nicht wirklich beantworten können, auf welcher Fläche sich eine Population eigentlich befindet in der Tiefsee. Das ist auch so ein Problem. Und insofern kann es am Ende zu größerskaligen Auswirkungen kommen, die wir jetzt gar nicht abschätzen können, und die werden wir auch, das sind so Fragen, die werden wir auch sicher nicht in den nächsten 10, 20 Jahren beantworten können. Und das ist eins dieser Probleme, und all das müsste irgendwie reguliert werden. Und deswegen ist im Detail, können wir diese Antworten für sinnvolle Regularien nicht beantworten oder aufstellen. Das ist eigentlich das Problem. Wir verstehen schon, was so im Schnitt der Schaden sein wird und auch wie langfristig er sein wird. Also für weiche Sedimentstoffflüsse wissen wir, dass sich das wird tausende Jahre bis zu 10.000 Jahre dauern, bis sich das System erholt hat. Aber wir können, das heißt, wir reden auf jeden Fall über langfristige Schädigung, viel länger als das bei Landökosystemen der Fall ist, die man auch wieder aufforsten kann. Und dann nach 20, 30 Jahren haben wir wieder im Regenwald ein neues Ökosystem. So wird das in der Tiefsee nicht sein. Das sind auf jeden Fall viele Jahrhunderte bis Jahrtausende, die das dauern wird. Mal von den Manganknollen abgesehen, die eben für Millionen Jahre weg sind, weil das die Zeitskala ist, auf der die Manganknollen wachsen. Also das sind die Fragen, die wir auf jeden Fall beantworten können. Aber für Regularien müssen jetzt Details beantwortet werden, eben raumplanerische. Wie groß zusammenhängend sollte eine abgebaute Fläche sein? Wo müssen Schutzzonen eingerichtet werden? Welche Kriterien müssen diese Schutzzonen erfüllen, damit sie auch sinnvoll sind für die abgebaute Fläche? Und bei diesen Detailfragen, da können wir halt vieles nicht beantworten. Und insofern muss die ISA, wenn sie jetzt Regularien eben aufstellen muss, müssen die auch adaptiv sein. Das heißt, da muss in Zukunft über die nächsten Jahrzehnte dann auch die Möglichkeit sein, die anzupassen und zu verbessern mit dem wachsenden Wissen über das Ökosystem und die Schädigung. Dankeschön. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Manganknollen. Eine Frage, die reinkam, ist, welche Bodenschätze gibt es in der Tiefsee außer Manganknollen noch? Frau Gollner, die Frage geht an Sie. Ja, also neben den Manganknollen gibt es auch noch massiv zu viele bei heißen Quellen. Es sind heiße Quellen, empfindlich auf dem mittelozeanischen Rücken. Und das dritte Ökosystem sind dann eben die kobaltreichen Eisenmangankrusten oder Kobaltkrusten genannt. Und bei den heißen Quellen der Tiefsee, wo diese Massivsulfide vorkommen, finden wir wieder ein ganz spezielles Ökosystem, das abhängig ist von dem heißen, mineralreichen Wasser, das aus der Erde da kommt, also aus der Kruste kommt. Und diese Tiere sind eben abhängig von diesem Fluss und kommen wirklich nur an diesen Stellen vor. Also da können wir denken an Riesenröhrenwürmer, an Muscheln,
die eben in sogenannter Symbiose auch leben mit Bakterien und Mikroorganismen, die quasi die Energie nutzen können. Also am Land brauchen ja quasi, basiert alles Leben eigentlich auf Photosynthese, um das ganz grob zu sagen. In der Tiefsee, bei den heißen Quellen, gibt es auch noch die quasi chemische Energie aus diesen heißen Quellen. Und dort gibt es die Minerale und das andere sind eben die kobaltreichen Krusten. Die finden wir vor allem auf Seebergen und hier finden wir vor allem wieder dann Korallen, die zum Beispiel dort dann auch wachsen. Aber die hauptsächlichen wirtschaftlichen Interessen fokussieren sich auf die Manganknollen. In diesem Punkt, ist das richtig? Also derzeit liegt das Interesse vor allem bei den Manganknollen. Es gibt aber auch einige Lizenzgebiete, zum Beispiel im Atlantischen Ozean. Da zum Beispiel Frankreich, Polen und Russland haben da auch sogenannte Explorationsgebiete in internationalen Gewässern. Und zum Beispiel Norwegen untersucht auch gerade, ob sie die Massivsulfide in ihren nationalen Gewässern mehr und weiter untersuchen wollen, wegen den metallreichen Vorkommen dort. Dankeschön. Dann gibt es hier zwei Fragen in die gleiche Richtung, die ich gerne an Herrn Mannhardt stellen würde. Und zwar ist die Frage von einem Journalist: Aus Sicht der Rohstoffgewinnung, ist es wirklich einfacher, Rohstoffe in der Tiefsee zu fördern, anstatt sie aus Altgeräten oder Müll zu recyceln? Das ist eine sehr gute Frage. Das logistische Problem bei Altgeräten und Müll ist, dass diese Geräte über die ganze Welt verteilt sind. Also die Kosten, die aus der Schublade, aus dem Haushalt wohin zu bekommen, wo sie recycelt werden können, sind eigentlich die höchsten Kosten, also die erste Meile sozusagen. Und die sind zum Teil so hoch, dass sich damit ohne regulativen Eingriff eigentlich nichts gewinnen lässt. Und deswegen ist eigentlich so eine Lagerstätte, in der Tiefsee gibt es auch keine Nachbarn, der sich beschweren könnte, ich muss niemanden incentivieren. Ich kann die Geräte runtersetzen, wenn ich die Genehmigung habe und da letztendlich Economy of Scale betreiben. Und Abfall ist immer kleinteilig. Also Abfall, da haben Sie es mit jedem einzelnen Haushalt zu tun, mit jedem Büro, das irgendwo Altgeräte hat. Aber natürlich ist der Ansatz, der hier genannt wird, absolut wichtig. Und da ist eigentlich der Ansatz der erweiterten Produzentenverantwortung wichtig. Also diejenigen, die Geld mit den Geräten verdienen, sollten letztendlich auch zur Erreichung von gewissen Sammel- und Recyclingzielen verantwortlich gemacht werden. Wir haben sowas ja in den meisten europäischen Ländern auch gut implementiert. Aber da kann man besser werden. Und wir haben große Regionen der Welt, wo letztendlich Batterien, wo ja auch Kobalt drin ist, überhaupt nicht gesammelt werden. Einfach weil es sich nicht rechnet. Und es rechnet sich nicht wegen den Kosten der ersten Meile. Dankeschön. Und dann stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, das Argument der Unternehmen wie der Metals Company, die das voranbringen wollen, ist ja, der ökologische Impact in der Tiefsee ist weniger stark als der ökologische Impact dieser Förderung an Land. Also wie sieht es mit der alternativen Förderung an Land aus? Kann man sagen, dass die mehr oder weniger schädlich ist als die Förderung in der Tiefsee? Vielleicht der Herr Heckel, Sie haben gerade schon gezuckt, als wollten Sie etwas dazu sagen. Ja, also das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Wir haben in den letzten 2 Jahren in so einer internationalen Forschergruppe versucht, mal so einen Vergleich zu machen. Und das Hauptproblem ist tatsächlich, dass es für die Landbergbau-Operationen, die großen, die es gerade gibt, gar nicht die Datensätze gibt zu den Umweltauswirkungen, dass wir das wirklich gut vergleichen können. Wir wissen inzwischen tatsächlich mehr über die Auswirkungen beim Tiefseebergbau, weil wir da viel mehr gemessen haben als beim Landbergbau. Wir haben da jetzt erstmal so einen Kriterienkatalog aufgestellt, um das überhaupt auch vergleichen zu können, mal so einen Ansatz. Aber die Datensätze an Land, die ausreichend wären, die gibt es vielleicht für 2 Minen, eine in Kanada und eine in Australien. Und für die meisten anderen gibt es die Datensätze nicht, weil die Betreiber nicht verpflichtet sind, da viel zu messen. Das ist das große Problem. Aber grundsätzlich wird es so sein, wenn wir Manganknollen nehmen, dann reden wir tatsächlich einfach über ganz große Flächen. Die machen wir sonst so im Rahmen von Regenwaldabholzung pro Jahr global. Aber die Landminen, die sind ja auch dreidimensional, die sind von der Fläche kleiner. Die Auswirkungen sind halt langfristig im Tiefseebergbau. Das sind eigentlich so die 2 Kriterien, die man auf jeden Fall vergleichen kann. Da reden wir über viele Jahrhunderte bis Jahrtausende und beim Landbergbau, da erholt sich so ein Ökosystem oder wächst ein neues Ökosystem nach innerhalb von ein paar Jahrzehnten. Also ich glaube, um das auch nochmal deutlich zu machen, also ich glaube wirklich der Aspekt, der zeitliche Aspekt, wie der Herr Heckel schon gesagt hat, und der räumliche Aspekt, die sind wirklich unterschiedlich. Und wenn man diese 2 Typen von Bergbau vergleichen will, muss man auf alle Fälle auch diesen zeitlichen Aspekt und diesen räumlichen Aspekt mit einbeziehen.
Also auch wenn zum Beispiel eine Mine, ein Bergbaumine an Land Umweltfolgen hat und man rechnet, okay, das Ökosystem braucht Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte, vielleicht sogar ein Jahrtausend, um sich zu erholen, steht das noch immer im Gegensatz zu der Tiefsee, zu den Manganknollen, wo die Manganknolle für Millionen Jahre nicht zurückkommt und dadurch auch die Prozesse, die damit involviert sind, die Funktionen auch in diesem Zeitraum ja nicht wieder zurückkommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht vergessen darf, ja, den zeitlichen und den räumlichen Aspekt und die Unterschiede hier zwischen Land- und Tiefseebergbau. Und wenn wir an die Mine-Tailings denken, dann, also alles, was aus dem Processing kommt, da ändert sich ja nicht viel, weil wir das an Land machen werden. Das ist ja nicht das, was offshore passiert. Also da sehe ich eigentlich nicht, dass sich da Umweltauswirkungen groß verändern zwischen Land und Tiefseebergbau. Und wenn wir an die sozialen Impacts denken, also zum Beispiel Indigene, die aus ihren Gebieten vertrieben werden, weil dort Bergbau betrieben wird, das wären ja Probleme, die wir in der Tiefsee nicht hätten. Oder gibt es da auch soziale Impacts? Naja, da werden wir die sozialen Impacts haben, wenn es jetzt um die Entwicklungsländer geht, wie zum Beispiel Nauru. Das gilt, also wenn sie das anders organisieren, sozialverträglich am Markt, ja, das nicht passieren. Aber da gibt es im Bergbau eigentlich keine Beispiele aus den letzten Jahrzehnten. Das Entwicklungsländer Nauru ist auch so ein Hauptbeispiel eigentlich mit dem Phosphoritabbau vor 50 Jahren, wo eigentlich die soziale Schere auseinandergeklafft ist am Ende. Ein paar Leuten, die Elite sich das Geld in die Taschen gesteckt hat und der Rest des Landes ist verarmt im Vergleich. Und das verändert sich ja nicht, solange wir wieder diese Verbindung haben von multinationalen Konzernen und Entwicklungsländern, die Sponsoring States sind dafür. Also vielleicht noch zwei Aspekte auch zu diesem Vergleich See-Land. Ich glaube, es wurde schon angeklungen, aber ich glaube, man muss es nochmal betonen. Die Lagerstättenmächtigkeit in der Tiefsee ist extrem dünn. Das sind 10 Zentimeter, vielleicht 20. An Land haben wir Sedimentkörper, Erzkörper, die sind mehrere hundert Meter mächtig. Da kann man in die Tiefe gehen. Also der Flächenimpact ist deutlich, deutlich geringer. Zu den sozialen Auswirkungen, da würde man sagen, naja, wir haben diese ganzen sozialen Probleme beim Landbergbau, dann gehen wir doch in die Tiefsee. Aber vielleicht sollen wir das mal positiv betrachten. Wir haben Nachbarn, die letztendlich sich auch beschweren, wenn was falsch läuft. Also wir haben ein Korrektiv. Und mittlerweile gilt im Bergbau eine der wichtigsten Voraussetzungen für nachhaltiges Wirtschaften, die sogenannte Social License to Operate. Also dass das Land, die Gesellschaft, in der man tätig ist, mit den Tätigkeiten einverstanden ist. Das ist großer Konsens mittlerweile im Bergbau. Letztendlich in der Tiefsee drücken wir uns darum rum. Oder würden wir es tun, würden wir uns darum rumdrücken. Und die Schäden und die Geschädigten würden vielleicht erst in Jahrzehnten feststellen, dass sie geschädigt wurden. Also Küstenanwohner, Fischereiindustrie etc. Also bloß, dass wir keine Nachbarn haben, ist kein entlastender Faktor. Wir müssen vielleicht umgekehrt die Nachbarn eines Bergbaus als einen Positivfaktor begreifen, der uns als Korrektiv dienen kann, wenn wir zum Beispiel Daten zu Umweltauswirkungen nicht wissenschaftlich erheben können, können wir zumindest Menschen befragen, wie denn der Bergbau auf ihr Leben wirkt. Dankeschön. Jetzt sind hier noch zwei Fragen zu der rechtlichen, der schwierigen rechtlichen Situation. Frau Gollner, Sie sind am nächsten dran an den Arbeiten der ISA. Ich würde die einmal an Sie stellen. Die Frage ist, wenn die Regularien der ISA bis Juli nicht fertig sind, was passiert dann mit den Abbauverträgen? Könnten die genehmigt werden oder kann die ISA einfach nichts tun und damit Zeit gewinnen? Ich weiß, die Frage ist schwer zu beantworten, aber vielleicht können Sie es einmal versuchen. Ja. Also hier nochmal zur Deutlichkeit, ich bin Meeresbiologe und kein Jurist. Aber natürlich mit der Regelgebung ja, bekannt, soweit das für einen Biologen möglich ist. Also die Frage ist, was passiert, wenn die Regularien nicht fertig sind, kann dann trotzdem noch mit Berg begonnen werden. Hierbei ist wichtig zu wissen, dass jede Firma, die mit Bergbau beginnen will, muss einen sogenannten Plan of Work bei der ISA, bei der ISA einreichen. Und da gehört ihm dazu, um zu sagen, ja, habe ich alle Daten hinreichend gesammelt, kann ich vorhersehen, kann ich die Folgen für das Ökosystem vorhersehen, kann ich das alles gut managen? Und alle Details müssen da eben beschrieben werden und das schaut sich dann die sogenannte Legal and Technical Commission bei der ISA an. Das ist ein Expertengremium, das eben dann schaut, ja, sind diese ganzen Bedingungen erfüllt, ja oder nein? Und wenn dann die Legal and Technical Commission entschieden hat, ja,
dieser Plan of Work ist okay, dann geht es über zum Council. Und der Council besteht dann wieder aus den verschiedenen Member States, also den Ländern. Und die entscheiden dann auch nochmal darüber, stimmen wir mit dem überein oder nicht. Und hier gibt es, soweit ich weiß, eine Zweidrittelmehrheit, die nötig ist, um quasi der LTC zu widersprechen. Also, dass die Regularien zum Beispiel jetzt nicht fertig sind, bedeutet nicht automatisch, dass die Metals Company anfangen kann mit Tiefseebergbau. Nein, das bedeutet es nicht. Da sind noch einige Schritte dazwischen nötig. Das Problem ist wirklich, man braucht auch eine Regularien, um auch sagen zu können, ob etwas den Regularien entspricht, ja oder nein. Und wenn die natürlich nicht gut genug sind, macht es dann auch so eine Bewertung unglaublich schwierig, um die wirklich gut zu machen. Genau, aber deswegen ist ja der Plan, dass die ISA bis Juli eben sie nennen das selber, einen robusten, holistischen Rahmen fertigstellt und mal gucken, ob das dann klappt. Aber deswegen, das muss dann am Ende adaptiv sein, weil eben viele Detailfragen da drin nicht geklärt sein werden. Und wie sind Ihre Hoffnungen, dass in diesem Treffen jetzt bis Ende März solch ein holistischer Rahmen steht? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ansteht. Das steht Stunde, glaube ich, halt im Juli an. Sabine weiß vielleicht ein bisschen mehr, was jetzt konkret der Plan ist, aber ich glaube nicht, dass da jetzt eine Entscheidung kommen wird. Ja, das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist zu erwähnen, und da ist wirklich, ich muss wirklich Juristen fragen, weil es ist auch unter Juristen, ist das echt ein heiß diskutiertes Thema. Auch da ist noch nicht deutlich, inwieweit wirklich diese Zwei-Jahres-Regel, inwieweit die umgesetzt werden muss oder nicht, weil das ja auch noch wieder im Verhältnis steht zu UNCLOS, zu den Regularien in UNCLOS. Und da sagt auch ein Artikel aus, dass die Umwelt geschützt werden muss. Und da sieht man ab und zu auch Widersprüche dann in der Zwei-Jahres-Regel und was in UNCLOS, also was UNCLOS noch sagt. Genau, und es ist auch unklar, ob die Zwei-Jahres-Regel überhaupt auf soliden rechtlichen Beinen steht. In den UNCLOS ist die eigentlich, steht drin, dass die dafür gedacht ist, wenn die ISA die Prozess zum Aufstellen der Abbauregularien verzögert. Und das ist ja nicht wirklich der Fall gewesen. Natürlich hat es ein paar Verzögerungen wegen Covid gegeben, die es überall auf dem Planeten gegeben hat für alles, was wir so gemacht haben. Und im Zweifelsfall müsste man es, glaube ich, auf eine Klage vom Internationalen Seegerichtshof in Hamburg drauf ankommen lassen, um zu Rechtssicherheit zu kriegen, was diese Zwei-Jahres-Regel tatsächlich bedeutet und ob die jetzt überhaupt umgesetzt werden muss oder eben nicht. Dankeschön. Damit nähern wir uns jetzt schon dem Ende dieser Stunde, obwohl noch sehr viele Fragen offen sind und ich das Gefühl habe, wir könnten auch noch locker eine Stunde weiter diskutieren. Trotzdem würde ich es hier gerne einmal abrunden mit unserer Abschlussfrage. Die würde ich zuerst an Frau Gollner stellen. Sie meinten, Sie müssen später los. Also ich nehme Sie erst dran, dann können Sie sich, wenn Sie möchten, schon vorher ausklinken. Und zwar, es ist ja auch aktuell ein Moratorium zum Tiefseebergbau im Gespräch. Unter anderem Deutschland setzt sich dafür ein. Was spricht aus wissenschaftlicher Sicht für oder gegen ein solches Moratorium? Und wie lange müsste es sein? Und was müsste in dieser Zeit passieren? Frau Gollner. Also hier ist gleich ganz wichtig zu sagen, zumindest von meiner wissenschaftlichen Perspektive ist immer wichtig, es geht um science-based, Sie werden mich nicht hören sagen, ich bin für oder gegen ein Moratorium. Ich werde sagen, wir wissen als wissenschaftliche Gemeinschaft, dass wir aufgrund der derzeitigen Datenlage kann man Tiefseebergbau nicht managen auf eine Art und Weise, dass es nicht schädlich wäre für die Umwelt. Die Entscheidung, Moratorium ja oder nein, liegt immer bei den Ländern, nicht bei den Wissenschaftlern. Wir liefern die Daten und die Daten zeigen jetzt wäre es zu früh. Wie lange dauert das? Das ist eine Frage, die wir sehr, sehr oft bekommen und die sehr, sehr schwierig zu beantworten ist. Und man findet eine große Palette an Antworten. Das hängt auch damit zusammen, wie gut, dass man das alles machen will. Also wie robust muss die Gesetzeslage sein, muss das Wissen sein von der Umwelt, um das echt gut zu managen können. Einige sagen, wir wissen, und das ist ein sehr, sehr kleiner Anteil, sagen, wir wissen jetzt schon genug. Ich glaube, 99% der Wissenschaftler geben Bereiche an zwischen 6 und 30 Jahren.
dass es dauern wird, um das wirklich gut managen zu können. Also es gibt eine große Bandbreite, aber ich glaube, alle oder so gut wie alle sind sich einig, dass es jetzt nicht möglich ist. Dankeschön. Herr Heckel, dieselbe Frage. Was spricht aus wissenschaftlicher Sicht für oder gegen ein Moratorium? Ja, also als zweiten Aspekt zu dem, den Frau Gollner gerade genannt hat, möchte ich vielleicht nochmal anführen, dass ein Moratorium nur Sinn macht, wenn dann tatsächlich diese Grundlagenforschung, die wir ja am Ende betreiben, zu den Umweltfolgen auch fortgesetzt wird. Wenn man das so vergleicht über diese letzten Jahrzehnte, seit den 70er Jahren, immer dann, wenn das Industrieinteresse nicht da war an diesen Rohstoffen, dann hat es auch keine Umweltfolgenforschung gegeben, weil auch die Ministerien halt ihre Gelder referenziell danach verteilen, wo industrielles Interesse ist. Das heißt, wir haben eigentlich, das gilt auch für andere Bereiche, sei es jetzt CCS-Forschung und so weiter, das ist immer, die Intensität ist mehr oder weniger gekoppelt an industriellem Interesse durch die Regierung, die Forschungsministerien. Und insofern, Deutschland hat sich da jetzt ja auch zu bekannt, dass mit ihrer Precautionary Pause, haben Sie es ja genannt, die Umweltfolgenforschung weitergeführt und intensiviert werden soll sogar, dann mag das sinnvoll sein. Aber wie Sabine eben auch sagte, wir werden am Ende nach 10 oder 20 Jahren einige Fragen immer noch nicht beantworten können. Und deswegen ist grundsätzlich, müssen solche Regularien adaptiv sein, wie wir es ja auch in europäischen Staaten und in der westlichen Welt eigentlich auch gewohnt sind. Das ist aber zum Beispiel was einige Länder im Council eben nicht wollen. Die wollen fixe Regularien für die nächsten 30 Jahre haben. Darum geht es meiner Meinung nach eher als jetzt um wirklich so eine Pause. Mhm. Und wir werden einige von diesen großskaligen Problemen oder Fragen auch erst beantworten können, wenn es auf industrieller Skala Abbau gibt. So paradox, wie das klingt. Das würde aber am Ende diesem Vorsorgeprinzip, der in UNCLOS steht, widersprechen, denke ich. Ich merke das auch immer an bei den Diskussionen oder Fragen mit Journalisten und Gesprächen, die ich führe. Das ist ein einmaliger Rahmen, der damals geschaffen worden ist, wo das Vorsorgeprinzip drinsteht und dass der Tiefseeboden als Erbe der Menschheit definiert worden ist. Und da geht es nicht nur, glaube ich, darum, das zu sehen, dass die Rohstoffe und der Gewinn aus Rohstoffabbau das Erbe der Menschheit ist, was umverteilt worden ist, sondern auch das Ökosystem selbst da unten ist das Erbe der Menschheit und erhaltungsbedürftig. Dankeschön. Und dann die Abschlussfrage auch noch an Herr Mannhardt. Auch an Sie die Frage, was spricht aus wissenschaftlicher Sicht für oder gegen ein Moratorium für Tiefseebergbau? Vielleicht ist nicht so sehr aus der Perspektive der Ökologie, sondern mehr der, ob wir diese Rohstoffe benötigen in diesem Zeitpunkt oder nicht. Ja, also da gibt es ja ganz klar so ein bisschen die Diskussion, wir müssen jetzt über die ganzen Bedenkenträger hinwegsehen, wir müssen fördern, sonst bekommen wir die Energiewende, die Elektromobilitätswende nicht hin. Und da würden wir ganz klar zur Entspannung tendieren. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass Elektroautos auch ohne Kobalt und Nickel gebaut werden können, die Batterien. Selbst Tesla ist aufgrund relativ hoher Rohstoffpreise in vielen Fahrzeugen auf Batterien umgestiegen, die weder Kobalt noch Nickel enthalten. Also wir brauchen das Kobalt vom Meeresboden nicht, um weiterhin Elektroautos zu bauen. Und das gibt uns eigentlich Luft, wie Frau Göllner und Herr Heckel gesagt haben, in Ruhe darüber nachzudenken, was sind die Folgen eines Abbaus und diese Entscheidung nicht zu überstürzen. Also die Energiewende und die Verkehrswende sind durch ein weiteres Rauszögern oder vielleicht auch durch ein Komplettmoratorium nicht gefährdet. Wir brauchen die Rohstoffe nicht sofort und müssen bei den Entscheidungen tatsächlich nicht zu überstürzen. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht bei einem eigentlich vielleicht nicht so schönen Thema. Dankeschön. Entschuldigung, ich hänge gerade. danke für die Diskussion mit Ihnen. Danke für die ganzen Fragen, von denen wir viele leider nicht beantworten könnten, weil Sie doch viele Fragen an uns gestellt haben. Da schon mal die Ankündigung, wir möchten am SNC dieses Thema weiter begleiten, auch jetzt im Verlauf des Märzes, wenn sich der Council der ISA trifft, möchten wir Sie gerne weiterhin mit Statements und Experteneinschätzungen unterstützen. Wir bleiben an dem Thema dran, auch an diesen juristischen Fragen, die wir jetzt hier nur anschneiden konnten, aber ohne die passende Expertise hier nicht komplett abarbeiten konnten.
Ja, vielen lieben Dank. Das war's von meiner Seite und haben Sie noch einen schönen Tag.